Ein Stuntman, mal was ganz Neues. Aber Max, der steht irgendwie auch keine guten Sterben zu sein. Letztes Mal, wo er mit dabei war, musste er wieder Feuerwehr weg und heute, weil er seinen Kumpel da vergessen hat. Das ist nicht so schlimm, finde ich, wie gar nicht kommen und nach 3 Stunden schreiben, oh, sorry, habe ich vergessen. Ja gut, das ist wieder stimmt, das ist, oh, sorry, ich war keine Absicht. War mal vorher vorbei. Das stimmt wieder, ja. So wie es Jascha gemacht hat. War ja mehr als pünktlich da, Max. Er war ja da. Ich hab's mit dir aber heute, ne? Er war da, ja. Nee, alles gut. Kann ja ein Privatding, das kann ja passieren. Alles gut. Und Feuerwehr, da sollte jedem gleich, glaube ich, klar sein, was wichtiger ist. Nur das Spiel. Nicht so wie bei dir. Er will nicht Feuerwehr, er will nur einen Schlauch. Ja, Sven kennst du schon aus, wenn es brennt. Eine Kurve ist mies, ne? Ja, rechnest du nicht, dass es da nochmal zurückgeht? Nee, ich auch nie. Was hast du eigentlich für ein Auto gewählt, Maurus? Cheval irgendwas, warte. Was steht nicht da? Ich kann es nicht. Normalerweise kannst du ja runterdrücken und steht das der Nee, Autobahn jetzt da geht ja war. nie. Das war aber ohne geile Formel 1 Strecke, ne? Jetzt ohne Scheiß. Finde die Strecke jetzt persönlich nicht so den Bringer. Ich finde die ein bisschen langweilig. Liegt aber auch vielleicht daran, dass wir alle so ein bisschen auseinandergezogen sind, dass einfach keine Action gerade drin ist. Sondern der fällt irgendwie gerade für sich selbst. Wobei, davor ist der Sven. Ich glaube, ich sehe den schon. Auf welcher Platz bist du? Dritter. Ne, Markus ist das.
Okay, ich dachte, der würde so weit führen. Das wenn der führt. Ja, ich habe aber auch den Enrico, der sich zweimal gedreht hat, dann auf ihn gewartet, dass er mich jetzt zurückgezogen, zurück gewesen. Ja, da konntest du die Kurve gar nicht so eng fahren. Da hat der Cap die ganze Zeit gedacht, er fährt mir hinterher. Ich habe eigentlich wirklich damit gerechnet, weil Autos und Marco ist, das passt ja irgendwo. Dass der Sven führt, das ist für mich eigentlich mehr oder weniger eine kleine Überraschung. Ich denke mal, der Markus hat das falsche Auto gewählt. Das kann natürlich sein, weil ich komm nämlich gut ran eigentlich an ihn. Was hast du für eins? Das Krieger. Dann müsstest du eigentlich auf Platz 1 und 2 mitfahren. Nochmal, ich hatte den Rico aus Versehen zweimal erwischt und hab dann auf ihn gewartet, dass er mich zurückgefallen. Weil ich das ein bisschen unfair fand. Das ist löblich für dir, Kev. Da bin ich auch nicht sprachlos. Das war auch keine Absicht, da bin ich ein bisschen zu sehr reingestochen und dann bin ich nicht so asi und fahre dann weiter. Also Markus habe ich jetzt gerade überholt. Jetzt weiter. Also musst du mal mich kriegen. Ja, es wird schwierig werden. Gut, es sind 18 Sekunden noch, ne? Aber die Runde wird schwierig werden, wenn du keinen Fehler baust. Wobei Markus gerade ein bisschen im Windschatten dranhängt an mir. Weil ich gerade so nach Gefühle erledigt hat, oder? Kann das sein, dass du dich gerade weggedreht hast oder so? Nö, jetzt habe ich ja Unfall. Okay. Muss aber auch nach dem Rennen hier mal was machen bei mir hier. Kotzen. Ich sehe nämlich fast nichts mehr hier. Die Sonne blendet, hä? Ja. Das Problem war so gerade. Ich nicht. Der Vorteil. Ja, in unserer Höhle, das ist ja was anderes. Ich wollte nicht in der Höhle. Doch, in seiner Höhle. Ich habe nur das Schlafzimmer zu der anderen Seite raus. Das wird im Wohnzimmer jetzt stehen. Ah, der Sven, der vögelt das Ding. Was? Der Sven vögelt das Ding? Gewinnt das Ding. Ich habe gerade verstanden, vögelt. Der vögelt andere Dinge, aber nicht das Ding hier. Hätte ich aber nie erwartet, ne? Ich auch nicht. Das hätte keiner erwartet. Hast du da gerammt oder was? Gerammt ich? Nö. Der Enrico, der ist heute nicht für das Autofahren gemacht. Der hat heute einfach nicht einen guten Tag, glaube ich. Ich habe mal ein Rennen gegen Markus gewonnen. Oh, das muss man Kalender eintragen. Ja, das hast du aber schon ein paar Mal gehabt. Auf wen habt ihr gewettet, Enrico und Kev? Auf Markus. Aber guck mal, ich habe die schnellste Runde. Oh ja, da gibt am August da was Negatives. Du. Ja, ich fand die Strecke nicht dolle. Ich muss sagen, ich fand sie auch langweilig. Und gibst trotzdem einen Daumen hoch, da wo du sonst immer einen Daumen runter gibst. Ja. Wie gesagt, du bewertest ja immer die Map nicht. Ich habe das auch nach dem 500. Mal schon verstanden. Alles ist gut. So, was haben wir hier? Supercast. Ja, natürlich. Hier schon mal ganz kurz pullern. Okay, nee. Ich gehe nicht. Ihr sagt es.